die Ruderwiege RAW, das Rennen noch umgeht. Jetzt sind es 250 Meter und es ist eine halbe Bootslänge jetzt für das Boot. Gesellschaft gewinnt mit einer halben Länge Vorsprung vor dem Ultor dieses Achterrennen. Platz 3 für den RAB und an vierter Position landet der TVK. Im Sportausschuss, einer der Teilnehmer des Sportausschusses. Ich hoffe, du kannst auch nur Gutes über Berichten, oder? Aber natürlich, das ist immer wieder toll, was hier, aber auch in anderen Vereinen gerade ehrenamtlich geleistet wird. Wieder tolles Fest, trotz des nicht ganz so optimalen Wetters. Und wir im Sportausschuss stehen ja für das, dass wir die Vereine sehr gerne vor GfB unterstützen. Und damit bin ich auch an der richtigen Stelle hier. Danke. Wunderbar. So, Jungs, jetzt müsst ihr aber mal schnell hier rüberkommen. Mommy, kannst du mal bitte... So, jetzt, noch nie hat eine Stadtachterehrung so lange gedauert wie in diesem Jahr. Wir haben 62 Jahre lang gewartet haben. Jetzt ist es soweit. Berühmter Teilnahme, Weltmeisterschaft. Alles haben wir hier in Berlin gefeiert. Aber eins noch nicht. Und das ist der Sieg im Essener Stadtachter. 15. Oktober 2023. Sieger im 62. Essener Stadtachter, die Kettwiger Rudergesellschaft. Steuerfrau. Wir gratulieren recht herzlich unserer Nadja Möllering. Dann gehen die Gratulationen an Jonathan Weiler, unser Schlagmann. Auf der Position 7, Boy Lewe Marx. Unser ehemaliger Leichtgewichtsruderer Darius Trinke. Unsere Keule, die in diesem Jahr schon die Medaille bei den U23-Weltmeisterschaften gewonnen hat. Unser Paul Matti! Dann der Kleinzüchtchen. Unser Niklas Ruhl! Dann begrüßen wir euch mittlerweile, könnte fast der Längste sein. Ne? Unser Jus Klein! Einer, der weiß, wie man ganz große Erfolge feiert. Er ist Olympiasieger im Achter. Hier zeigt 3, 4, ja, nee, 10 hat er mir gesagt, schon Mitglied der Kettwiger Rudergesellschaft, Philipp Adamski. Und dann, ja, ich habe gerade wieder das Bild vor Augen, wie der Paul mit mir die KRG-Fahne gemeinsam als 5-Jähriger aufgehängt hat. Und hat gesagt, Bobo, hier will ich auch mal rudern. Er war erfolgreich, jetzt ist der Stadtmeistersieger, unser Paul Ratsch!
Ich muss mal eben Bücher holen. Nadja, mehr musst du jetzt bitte nicht ausziehen. Ne? Wir haben noch Ersatzkleidung. Dann wird doch alles nass, wenn die jetzt alles anreißen. So. Ja. Nadja, noch nie haben dir 1000 Leute beim Ausziehen. So, jetzt geht's los, wir zählen alle mit. Ja, bei drei los. So, eins, zwei und yeah! Eine ganz besondere Ehrung vorzunehmen. Und an der Stelle bitte ich Paul Martin nochmal hier zu bleiben. Was die Öffentlichkeit betrifft, einfach scheu. Aber jetzt müssen wir sie auch mal zeigen. Die beiden, die nämlich hier diese unglaubliche Arbeit leisten, dass diese Erfolge überhaupt machbar sind. Wo sind sie? Wo ist der Mommi? Wo ist die Laura? Da kommen sie. Lass die beiden mal bitte durch. Also an der Stelle möchte ich mich auch echt herzlich bei den Eltern bedanken, die immer wieder das Verständnis aufbringen, dass die Tag und Nacht hier sind, das mit unterstützen. Auch an die Eltern ein herzliches Dankeschön. So, jetzt möchte ich die vier Damen und den Paul noch mal bitte nach vorne bitten, denn wir möchten im Kreise unserer internationalen, unserer großen Ehrengäste gerne unsere erfolgreichen Ruderinnen und Ruderer international diesen Jahres ehren. Angefangen, wir arbeiten uns von unten nach oben hoch. In diesem Jahr war sie hart gebeutelt. Sie hatte eine schwere Corona-Erkrankung, hat lange daran gehadert, am Ende ihr erstes Rennen bei der deutschen Jugendmeisterschaft gefahren und dann für die Europameisterschaften nominiert worden. Unsere Lea Schneider, Platz 4 bei den Europameisterschaften. Daneben, ja, das ist unser, habe ich gerade gesagt, Stadtviererküken. Aber sie hat sich in diesem Jahr durchgebissen. Sie ist erst 17 Jahre jung, das heißt, sie ist in dem ersten Jahr der Juniorklasse. Sie war die schnellste in diesem Jahr im Einer in Deutschland. Sie ist deutsche Jugendmeisterin geworden und ist dann im Einer bei den Juniorenweltmeisterschaften in Paris Vierte geworden. Herzlichen Glückwunsch, Julia. Lena Siegergottel, die Dame daneben, sich wieder durchgesetzt in diesem Jahr bei den U23-Europameisterschaften, hat sie den vierten Platz errudert im Doppelvierer. Sie ist U23-Deutsche Meisterin geworden in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch, Lena Siegergottel. Dann kommen wir zu unserer Lene. Lene, in diesem Jahr im Frauenachter gesessen. Und zwar erst im U23-Achter, zweifache deutsche Meisterin in diesem Jahr geworden, dann im U23-Achter Vize-Weltmeisterin geworden. Dem Bundestrainer hat es so gefallen, der hat gesagt, diese Nachwuchscrew schicken wir zur AWM. Dann durften sie diesen, wie soll ich sagen, Erfahrungsschatz auch noch sammeln. Da arbeiten wir dann noch an dem Ergebnis, aber letztendlich kann man nur sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Herzlichen Glückwunsch, Lene. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Paul Martin. Paul Martin ist in Dortmund im Stützpunkt mittlerweile. Er geht den Weg Richtung Deutschland. Achter, das ist sein großes Ziel. Da, wo Philipp Adamski schon war, da möchte er hin. Er hat sich in diesem Jahr bravourös für den 23-Achter qualifiziert. Ihr seid ein total geiles Rennen gefahren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bronzemedaille gewonnen und auch beruflich, jetzt musst du mir helfen, hat er sein Physikum geschafft und auch noch abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Paul Martin. Ja, und dann haben wir unsere beiden
alten Perlen, sag ich mal, die dafür sorgen, dass das alles hier klar geht. Dass morgens um 7 Uhr, wenn ich zum Dienst fahre, schon wieder das Motorboot hier langfahren sehe. Ich fahre dann natürlich nie um 7 zum Dienst, aber dann sieht man hier schon das Motorboot. Wenn man abends nach Hause kommt, ist wieder Betrieb da. Die beiden sind halt immer da und wir können nur sagen, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir ziehen den Hut. Bravo! Bravo! Vielen herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch allen Herren Gästen. Toll, dass ihr da wart. Und noch einen schönen Tag. Das ist ja lustig.